So, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Meine Schnitzelheizung ist auf Störung gefallen. Aber ist nicht so tragisch bei diesen Temperaturen. Ich muss da schauen. Hier unten in der Fallstufe. Man sieht es nicht. Gut. Ich denke, ist da ein Holzstück eingeklemmt. Das rausnehmen und Heizung wieder starten. So, schauen wir da mal rein. Ja, das ist sauber. Ich denke, das Stück Holz ist gleichwohl durchgegangen, aber der Störungsschalter hat ausgeschaltet, da war eine Überlastung. Jawohl. Hier der Schalter rechts ist auf Störung. Ausschalten und wieder einschalten. So. Sollte die Sache wieder laufen. Und wieder starten. Jetzt warte ich einen Moment, bis da die Zellradschleuse zu arbeiten beginnt. Dann werden wir sehen, ob doch da noch irgendwo ein Holzstück eingeklemmt ist. Läuft. Ja, da kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe da von der Firma Alotherm die Schlussabrechnung bekommen. Die messen den Energieverbrauch meiner Häuser, dort wo ich Energie liefere, und bereiten mir die Rechnung vor. Schlussabrechnung Winter 15/16. Ich kann die nur noch in ein Kuvert einpacken und verschicken. Das werde ich heute Sonntagmorgen noch machen. Oh, und jetzt machen wir uns noch reisefertig. Wir fahren nach Rafz, besuchen da den Gemüsebauer Patrick.